Oh, das sind ja Boxen, gestapelt mit Boxen und Boxen und Boxen und Boxen. Ja, hier gibt es Müll. Aber Müll, was wir auf jeden Fall brauchen. Hm. Vielleicht nicht unbedingt und oh nein. Ja, vielleicht sollte ich hier vielleicht nicht wirklich reingucken, ehrlich gesagt. Leute, was geht? Katja hier bei Spielmehr Apps und Games und wir sind wieder in Toca Boca. Erstens, wir haben ein gratis Geschenk. Wow. Ich gehe mal erstmal dahin und ich gucke mal erstmal nach, was wir haben. Aber Leute, heute gibt es ein bisschen so, also ein bisschen anderes Video, aber naja, so wirklich anders ist jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Hm. Ich werde euch heute die ganzen Ästhetik-Sachen in Toca Boca zeigen, wo man sie finden kann und wie man sie dann später in einer Einrichtung benutzen kann. Das heißt, irgendwelche schöne Sachen, schöne Pflänzchen, vielleicht irgendwelche, wie gesagt, halt vielleicht irgendwelche Tierchen, vielleicht alles Mögliche, was man wirklich gut benutzen kann für die Inneneinrichtung. Und das werden wir alles heute finden. Vielleicht nicht alles, weil ich, ja, come on, Leute, ich bin auch nicht so, ich kann auch wirklich nicht alles machen, ne? Aber auf jeden Fall zeige ich auch euch, wie man das benutzen kann in einer Einrichtung. Und wir haben erstens, wir haben ein Geschenk. Wir haben ein gratis Geschenk. Ich möchte sehen, was es ist. Hm. Oh, ja, es ist Gold. Wow. Das ist interessant. Und, oh, okay. Blinzelst du? Hast du gerade geblinzelt? Ja, oh. Es lebt. Es ist ein Pokal. Ich weiß jetzt nicht wofür und warum, aber es sieht schön aus. Kann man richtig schön auch für die innere Richtung benutzen. Ich habe das Gefühl, vielleicht alle wissen ja schon von euch, dass wir bei der Post richtig coole Sachen kriegen können. Deswegen benutze ich heute tatsächlich also nicht die Postsachen, sondern die ganzen Sachen von den anderen Locations, die wir auch so finden können. Und dafür brauche ich erstmal tatsächlich sehr viele Boxen. Ich werde auf jeden Fall ein paar mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht welche. Also nicht ein paar, sondern sehr viele. Oh, das sind ja Boxen, gestapelt mit Boxen und Boxen und Boxen und Boxen und noch mehr Boxen, Leute, noch mehr Boxen. Erster Stopp würde sein, also, ich habe das Gefühl, im Mall gibt es auf jeden Fall sehr viele Sachen. Sehr viele coole Sachen, die man auf jeden Fall benutzen kann für die Inneneinrichtung. Und wir gucken einfach nochmal erstmal, welche es sind. Ich brauche auf jeden Fall, also ich nehme es einfach nur hier so eine Box. Und ich sehe schon was ich auf jeden Fall richtig gut benutzen kann. Und zwar ist es diese Maus. Diese Computermaus. Brauchen wir auf jeden Fall vielleicht eine echte Maus? Ich weiß es nicht. Aber die ganzen Blümchen hier. Also Leute, die hat man auf jeden Fall nicht überall. Diese wunderschönen Blümchen. Und ich habe tatsächlich auch noch noch was vor mit den ganzen Blümchen. Nicht mit den Blümchen zu machen, sondern vielleicht mit den Sachen, wo die drinstehen. Mit den Töpfen, mein Gott, mit den Sachen, wo die drinstehen. So, das habe ich jetzt alles mitgenommen, weil die Blümchen braucht man auf jeden Fall. Oh, das sieht auch schön aus, nehme ich mit. Einfach nur Blümchen mitnehmen, Leute. Es sind so coole Sachen hier. Hier kann man so viel Cooles benutzen. Und zwar gibt es so ein Handy, was richtig cool aussieht. Also das sieht so mega aus, so richtig irgendwie glasmäßig. Und natürlich diese Uhr hier. Wie cool ist die denn? Das ist ja doch richtig mega. Und deswegen dachte ich so, wir nehmen vielleicht ein paar davon. Ich mag auch total so, guck mal wie süß dieses Laptop ist. Auch so richtig schön. Ich nehme einfach nur alles, was pink ist. Alles, was so ein bisschen so richtig schön ist. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, eine neue Box hier anfertigen. Und zwar diese wunderschönen hier so Sachen für so Self-Care. Vielleicht ein paar Masken. Auch richtig cool. Und natürlich diese wunderschönen Robes. Oh, hier ist ein Geschenk. Ich möchte es öffnen. Oh, ich kann es nicht öffnen. Hier glaube ich mittlerweile auch dann wirklich nichts mehr, außer diese wunderschöne Brille. Aber ich weiß, dass es in Mall bestimmt noch irgendwas gibt, aber ich gehe jetzt einfach nur mal raus und wir gucken jetzt einfach nur, was ich noch so alles finden kann. Es gibt sehr viele gute Sachen hier bei dem Okay Junk. Ja, hier gibt es Müll. Aber Müll, was wir auf jeden Fall brauchen. Zum Beispiel dieser Toaster hier. Ich weiß, ein bisschen dreckig, aber der sieht richtig schön aus. Wow. Sieht richtig schön aus. Und auf jeden Fall auch das hier, dieser Stuhl hier, ist einfach nur mega. Kann man so richtig gut benutzen für irgendwas. Und oh mein Gott, hier sind so krasse Puppenhäuser oder Crumpet-Häuser. Es sind ja hier überall Crumpets, Leute. Auf jeden Fall können wir diese Lampe hier nehmen. Das wäre vielleicht eine andere Ästhetik. Und das sieht doch
auch schön aus. Das sieht doch richtig schön aus alles. Auch dieses Ding hier, das ist so ein Wasser, so ein Wasserhang. Dann wird auch dieses Bild richtig schön. Deswegen nehme ich das auch alles mit erstmal. Das wäre dann vielleicht ein anderes Zimmer mit einer anderen Ästhetik, aber das ist trotzdem alles Ästhetik. Und natürlich gibt es auch noch mehr coole Sachen. Und zwar hier in dem Winter-Dings. Und zwar bei den Chili Buns. Also es sollte dort richtig viele schöne Sachen geben. Und ja, es ist da auf jeden Fall. Und zwar diese wunderschönen pinke Trays. Also bis jetzt fand ich so, in dem Mall gibt es einfach nur die meisten schönen Sachen. Und auf jeden Fall auch diese Avocado nehme ich einfach nur mit. Die wunderschöne Tasse mit dem Tee sieht mega ästhetisch aus. Schöne Pflänzchen nehme ich einfach nur mit, weil ich meine, wunderschöne Kakteen, so, ja, warum auch nicht. Richtig cooler Schlafanzug, mag ich total. Und auch dieses hier unten, mega niedlich und kuschelig. Und auch... Ich bin richtig fasziniert von diesem Reh hier. Nehme ich alles mit? Hier noch was Schönes? Vielleicht nicht unbedingt. Und oh nein, vielleicht sollte ich hier vielleicht nicht wirklich reingucken, ehrlich gesagt. Ein Kätzchen bräuchten wir vielleicht auch, einfach nur, weil es süß ist. Und natürlich hier bei den Dschungelhaus, Baumhaus. Aber auf jeden Fall gibt es da auch richtig coole Sachen. Also ich glaube nur, also ich habe bis jetzt habe ich nur zwei davon gefunden, aber die sind einfach nur richtig cute. Richtig süß. Deswegen werden wir die auch einfach nur mal erstmal mitnehmen. Und zwar vielleicht diese wunderschönen, ehrlich gesagt, ich finde die einfach nur mega cute. Diese Kissen. Natürlich auch diese richtig coole Blümchen. Kann man auch richtig gut benutzen. Gibt es hier noch was so richtig cooles, wo ich einfach nur denke, boah, das muss ich jetzt mitnehmen? Ich glaube nicht unbedingt, Leute, aber jetzt haben wir schon einfach nur irgendwas hier mitgenommen. Auch mega süß. Und jetzt gehen wir mal raus und gehen zu der nächsten Location. So, wir haben auch noch einen Topf tatsächlich. Wir haben ja in dem Mall noch einen Topf mitgenommen. Wofür denn aber? Das ist eine gute Frage. Und zwar, ich habe da einfach nur was vor, aber ich glaube, da müssen wir doch trotzdem noch zu der Post gehen. Leider. Wir haben auf jeden Fall hier noch einen kleinen Regenschirm. Können wir auf jeden Fall alles mitnehmen. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts so wirklich was Krasses, was wir unbedingt brauchen. Deswegen geht es nochmal zu der Post und da gibt es noch einen Regenschirm tatsächlich. Hier ist das. Hier haben wir gefunden. Wunderschön. Tada! So, in diesem kleinen Haus gibt es auch noch was sehr Schönes. Oh, guck mal, wie süß ist das denn? Wie süß ist dieser Wasserkocher ist? Und diese Teelichter. Auch mega süß. 10 Jahre später. So, und ich glaube, mittlerweile haben wir schon so relativ genug. Jetzt können wir mal wirklich mal anfangen, zu allen zu richten.
Ja, Leute, ich bin fertig. Es ist auf jeden Fall richtig viel Zeit beansprucht, tatsächlich. Ich hoffe, es gefällt euch tatsächlich. Wie gesagt, ich habe hier so eine wunderschöne, so ein Badezimmer. Ohne Toilette, ist nur Badezimmer, tatsächlich. Die Toilette sollte irgendwo anders sein. Und hier ist so mehr so ein Wohnbereich mit einem Sofa, mit einem so Area, wo man ein bisschen essen kann. Mit einer Küche natürlich. Und also ich habe es versucht, richtig cozy zu machen, richtig ästhetisch. Also ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt habe. Also Leute, falls ich das hingekriegt habe, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und natürlich auch noch das Schlafzimmer mit dem so Arbeitszimmer, Schlafzimmermäßig alles zusammen, finde ich eigentlich sehr cozy. Oh, da habe ich was vergessen. Ja, ich stelle dich einfach nur hier hin. Ja, und wie ihr merkt, Leute, ich habe nicht alles benutzt, was ich genommen habe. Oder auch, ich habe vieles einfach nur aus Versehen weggeschmissen, wo ich dachte so, nein, doch nein. Aber ja, also ich würde mal sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, ob ich es geschafft habe, das alles so schön ästhetisch zu machen oder nicht. Es kann auch sein, dass ich es nicht geschafft habe. Dann kannst du ja wirklich gerne halt wirklich auch schreiben. So, Katja, du hast es nicht geschafft. Ja, Leute, aber sonst würde ich sagen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!